Stellen Sie sich vor, Sie werden über Nacht, ohne dass Sie irgendetwas Besonderes leisten, zum absoluten Star. Gestern noch ein Unbekannter, heute kennt Sie jeder. Ihr Gesicht ist auf Produkten wie Cola-Dosen gedruckt und alle jubeln Ihnen zu. Das gibt es tatsächlich, und zwar in Norwegen. Hier kommt die atemberaubende Story von einer jungen Frau, die plötzlich zum Star wurde. Du möchtest im Ausland studieren? Wir haben uns dazu entschieden, einem von euch einen Superstart in sein neues Leben zu geben, indem wir euch bei jedem bekannt machen. Eine norwegische Uni will einen ihrer Studenten zum Star machen. Zeitungsberichte, eigene Getränkemarke und Facebook-Fans inklusive. Hier bei uns denken wir gerne groß. Klingt toll, aber wie will die Uni das schaffen? Um 8 Uhr morgens in Oslo sieht das Leben unseres zukünftigen Stars jedenfalls noch nicht sehr glamourös aus. Dabei soll Emma in wenigen Tagen berühmt sein. In einem fremden Land. Wie das? Erstmal beginnt heute ihr Masterstudium. Weit entfernt von Emmas Heimat. Ich bin Mexikanerin. Ich denke, niemand ist darauf vorbereitet, berühmt zu sein. Jeder will er selbst sein. Das Gute ist, dass die Universität mich nicht verändern möchte. So kann ich mich langsam an den Ruhm gewöhnen. Vor wenigen Tagen ist Emma in Norwegen angekommen. Nicht nur zum Studieren, denn die Universität hat ihr etwas versprochen. Innerhalb von einer Woche ist sie ein Star. Wie soll das funktionieren? Erstmal steht ihre erste Vorlesung an. Entschuldigung, ist hier frei? Bisher scheint Emma nicht berühmt zu sein. Weißt du, wer Emma ist? Emma? Emma? Emma was? Ich weiß, wer sie ist, aber ich erinnere mich nicht. Wie heißt sie? Ja. Wer? Emma? Emma? Hallo. Wie soll Emma so in einer Woche ein Star sein? Das weiß dieser Mann, Arne Wellberg. Er ist der Marketingbeauftragte der Business School. Arne steckt hinter der Kampagne, die Emma berühmt machen wird. Dafür musste er sie erst mal finden. Das war vor einem Jahr. Um Emma in einem fremden Land zum Star zu machen, kreierten Arne und sein Team eine Kampagne. Unsere Marketingklassen werden Plakate erstellen, die eure Stärken betonen. Sie werden überall in der Nachbarschaft aufgestellt. Und natürlich überall in unserem schönen Oslo. Ein neuer Student soll also zum Star gemacht werden. Das finden viele Leute spannend. Unfassbare 2 Millionen Menschen schauen sich den Clip an. Sogar die Macher sind von diesem Erfolg überwältigt. Aber wie wird man so erfolgreich im Internet? Eine Firma aus den USA ist darauf spezialisiert, Inhalte im Netz zu verbreiten. Wir haben sie dafür bezahlt, die Kampagne in 4 Ländern zu pushen. Doch die Kampagne hat sich in über 200 Ländern verbreitet. Die Kampagne der Universität zahlt sich aus. Doppelt so viele Studenten wie sonst bewerben sich. Rekord. Die Idee, auf Knopfdruck berühmt zu werden, lockt die Internetgeneration. Unter ihnen Emma. Wieso gerade sie am Ende gewinnt, erfahren wir später. Aber schafft es eine solche Kampagne wirklich, Emma zum Star zu machen? Wenn Emma ankommt, ist alles so, wie wir es in dem Film versprochen haben. Wir strahlen eine Dokumentation im norwegischen Fernsehen aus, wir bereiten einen Banner an der Universität und Poster in der Stadt vor und wir haben eine Aktion mit einem Getränkeautomaten geplant. Und so ist nach Emmas erstem Tag einiges los. In ganz Oslo werden Emma-Plakate angebracht. Dutzende Male wird sie am nächsten Morgen Oslos Einwohner begrüßen. Das Highlight, ein Banner über dem Eingang der Universität. Das muss Emma sich natürlich anschauen. Wie ist es, wenn man sich zum ersten Mal als echte Berühmtheit sieht? Ich bin so groß. Es ist eigentlich ein schönes Foto. 9 mal 15 Meter groß lächelt Emma sich selbst entgegen. Jeder der 20.000 Studenten sieht sie nun täglich auf dem Weg in die Vorlesung. Es ist zu viel. Es ist... Es ist zu groß, weißt du?
Überwältigend, das ist das Wort. Doch das ist erst der Anfang. In der Stadt gibt es noch viel mehr für Emma zu entdecken. Überall sieht Emma, Emma. Ein ungewohntes Gefühl. Schwierig, den Freunden und der Familie in der Heimat die neuen Eindrücke zu vermitteln. Sie wissen gar nicht, wie groß es ist. Sie stellen sich vielleicht die Hälfte davon vor, aber die wirklichen Aktionen sind riesig. Ich glaube, man kann es nicht wahrnehmen, wenn man nicht hier in Oslo ist. Wenn man die Sachen sieht, merkt man, das ist riesig. Die Kampagne hat heute gestartet. In den nächsten Tagen wird Emma immer häufiger erkannt werden. Es gibt einen Weg, ihre Gefühle zu teilen. Social Media. Online ist Emma durch die Kampagne schon ein Star. 3000 Norweger folgen ihr bei Snapchat. Und es werden immer mehr Menschen, die an ihrem Leben teilhaben. Doch wieso wurde gerade Emma ausgewählt? Was macht sie so besonders? Schauen wir nochmal zurück. Denn mit dieser Frage haben sich Arne und Co. schon vor einem halben Jahr beschäftigt. Das ganze Land wird den Gewinner der Kampagne sehen. Die Kriterien? Noten, Aussehen und natürlich Starpotenzial. Gutes Selbstbewusstsein. Auch menschlich müssen die Kandidaten punkten. So wie Emma. Ich denke, meine liebste Erinnerung ist, als ich auf meiner Abschlussfeier zur Bühne und auf die Treppe hochgegangen bin. Da wusste ich, ich habe das geschafft, was mir am allerwichtigsten ist, meine Eltern stolz zu machen. Fünf Kandidaten kommen in die engere Auswahl. Eine schwere Entscheidung. Ein Headhunter muss helfen. Für die Expertin gibt es nur eine passende Kandidatin. Emma. Warum ist die Entscheidung für sie so klar? Das können wir am Abend selbst erleben. Gerade findet Emmas Willkommensfeier statt. Gestern saß sie noch alleine im Hörsaal. Heute sind alle gekommen, um sie zu sehen. Und hier zeigt sich, warum sie ausgewählt wurde. Emma versteht sich mit allen. Sie spricht vier Sprachen fließend und ist in der Welt zu Hause. Sie will ein Vorbild sein für gelebte Integration. Da hilft es natürlich, wenn jeder Emmas Namen kennt. Und an dem kommt man heute nicht vorbei. Alle können jeden ihrer Schritte online mitverfolgen. Doch die größte Aktion kommt erst noch. Wenige Tage später. Die Universität veranstaltet ein Festival. Für Emma ist das die entscheidende Prüfung. Haben Poster, Fanartikel und ihr Social-Media-Auftritt gewirkt? Ich gehe gleich auf die Bühne und da sage ich Hi zu bestimmt 200.000 Leuten. Ich denke, danach bin ich noch etwas berühmter. Mehr Freunde auf Facebook? Viele Freundschaftsanfragen, mehr Follower auf Snapchat und Instagram. Das wird ein Spaß. Spätestens jetzt sollte Emma ein richtiger Star sein. Nur wenn die 3000 Zuschauer sie kennen, kann sie ihre Mission erfüllen und Menschen zusammenbringen. So, Emma, was möchtest du sagen? Ich möchte mich bedanken. Und Norweger sind einfach die Besten. So, jetzt wollen wir Emma mal richtig willkommen heißen. Alles klar? Alles klar? Nein, 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 nein. Alles klar? 1, 2, 3! Emma ist angekommen. Ein echter Star eben.